So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen mal ganz was Neues. Das hat noch garantiert nie irgendwer auf YouTube gemacht, außer alle, mehrfach. Aber ich habe trotzdem das Bedürfnis, da nochmal ein bisschen was zu erzählen. Seht es einfach als gemütliche Abendunterhaltung und wenn nicht, guckt es euch einfach nicht an. Das ist ja auch immer grundsätzlich eine tolle Möglichkeit, wenn einen ein Thema nicht interessiert ist, sich einfach nicht anzugucken. Wir sind hier schließlich nicht beim Fernsehen. Aber auch da kann man im Übrigen ja ausmachen. Ja, Defense 4, das ist dieser Schlafsack hier. So schaut er aus, mehr oder weniger. Und der hat in der Vergangenheit eine hochgradig kontroverse Diskussion eben über Schlafsäcke im Allgemeinen und insbesondere über eben den Defense 4 ausgelöst. Aus irgendwelchen Gründen, vielleicht wegen der Farbe, vielleicht weil er aktuell auch immer noch in militärischer Nutzung ist, vielleicht wegen dem Reißverschluss, vielleicht wegen kein Schimmer, war das eine Zeit lang so mehr oder weniger der Tipp für jeden, der mit Bushcraft, Survival, Outdoor, Gedönstätigkeiten angefangen hat oder auch teilweise mit Trekking, da wobei aber eher weniger, war das der Schlafsack, den man haben musste, den gefühlt auch jeder hatte, beziehungsweise inzwischen hat, und der immer Anfängern so quasi grundsätzlich empfohlen ist, dass das der ultimative Schlafsack wäre. Woran das liegt, schwer nachzuvollziehen. Zum Teil, er ist mindestens mal neuwertig, für viele Leute auf jeden Fall nicht schlecht. Manche Leute schwören drauf, der sei großartig. Und das ist alles, je länger diese Diskussion um diesen Schlafsack geht, immer schwerer nachzuvollziehen. Ich habe da auch schon mal längere Beiträge zu gemacht. Und daher ist es jetzt eben auch eigentlich ein bisschen bekloppt, dass ich schon wieder was dazu erzähle. Aber ich habe halt jetzt eigentlich persönliche Langzeiterfahrungen mit dem Ding machen können. Meiner hat jetzt, glaube ich, 7 Jahre auf dem Buckel oder sowas. Ist in der Zeit durchaus häufig verwendet worden und ja, das ist es jetzt im Grunde. Ich möchte meine Langzeiterfahrung zum Defense 4 nochmal mit euch teilen und noch ein bisschen um den heißen Brei herumreden, das kennt ihr ja von mir. Gut, für die Leute, die diesen Schlafsack jetzt nicht kennen, der Rest darf überspringen, ich schreibe euch hin bis wo. Nochmal ein paar Spezifikationen zu dem Ding. Erstmal die Geschichte. Das ist ein Militärschlafsack, der verwendet wird derzeit von der Bundeswehr, von dem österreichischen Bundesheer, von der Schweizer Armee, jeweils in vielleicht geringfügig abgewandelter Form, aber plus minus derselbe Schlafsack. Und daher hat er einfach ein großes Verbreitungsgebiet und viele Leute kennen den einfach aus ihrer Zeit bei ihrer jeweiligen Armee. Vielleicht mit einem Grund für die Popularität. Das Ding ist im Grunde eben auch als Militärschlafsack konzipiert und hat daher ein paar Besonderheiten, weil das ist auch ein Grund, weshalb das so beliebt ist, weil alles, was vom Militär ist, muss ja gut sein, beziehungsweise hat halt irgendwie was Spezielles an sich, ist irgendwie cool. Ich meine, so geht es vielen von uns, so geht es auch mir ein Stück weit. Aber ja, manchmal ist auch das Gegenteil der Fall, dass Militärausrüstung für den Zivilisten hin und wieder auch halt gar nicht zu gebrauchen ist. Ne? Aber jetzt in diesem Fall die Besonderheit Nummer 1 wäre erstens, dass das Ding zwar irgendwo schon ein Kapuzenschlafsack ist, die Kapuze aber so aussieht und man als Öffnung lediglich dieses kleine runde Loch hat. Das ist wirklich eine Besonderheit, das findet man bei zivilen Schlafsäcken so nicht. Die haben eine deutlich enger geschnittene Kapuze, die sich mehr dem Kopf anpasst. Hier hast du ja Platz für 3 Köpfe nebeneinander gefühlt. Das ist also eigentlich Raumverschwendung ein Stück weit. Und das ist alles Raum im Schlafsack, der aufgeheizt werden muss. Ist also keine effiziente Bauform, muss man jetzt erstmal so feststellen. Gibt aber Gründe, weshalb das so ist, wie es ist. Weil als Schlafsack, der theoretisch auch in Alarmbereitschaft verwendet werden soll, wenn die Soldaten Wache halten und der Krieg droht, muss man ja heutzutage vorsichtig sein mit solchen Aussagen, aber ich sage es jetzt trotzdem so,
dann sitzen die da mitunter, entweder sitzen sie in diesem Schlafsack rum, weil ihnen sonst kalt ist, oder sie liegen in diesem Schlafsack rum und pennen, aber das ist halt da auch dann mit Helm möglich. Ja, mit Helm, mit allem drum und dran, was am Helm befestigt ist, teilweise noch mit Nachtgesichtgerät auf Helm und solche Sachen, passt man da zumindest einigermaßen in diesen Schlafsack rein. Dieses Löchlein lässt sich noch weiter zuziehen, aber nicht größer machen, als so, wie ihr es jetzt hier gerade sehen könnt. Und dass man es manchmal sogar noch weiter zuziehen möchte, kann ich aus eigener Erfahrung durchaus bestätigen, weil eben der Schlafsack ist groß und wenn so richtig, richtig kalt ist, dann möchte man ihn bitteschön gerne so klein wie möglich haben. Man könnte mit diesen Kordeln, weil ich krieg's gerade nicht hin, weil ich gerade so blöd bin, jetzt dieses Loch eben noch weiter schließen und hat dann im Grunde wirklich nur eine Öffnung, wo nichts bis hin zur eigenen Nase gerade noch mal so rauspasst. Und das ist natürlich am wärmsten, drum ist man vielleicht ganz dankbar, dass das Loch nur so klein ist. Aber ja, bei zivilen Schlafsäcken ist das scheinbar irgendwie nicht notwendig. Daher fragt man sich schon, warum das unbedingt so hat gelöst werden müssen. Die Erklärung mit dem Helm anhaben und so weiter ist halt die einzige, die ich gefunden habe, warum das hier so ist. Besonders praktisch kann ich nicht behaupten, dass das sei. Ja? Ein moderner Schlafsack mit einer richtigen schönen Kapuze, die man auch eng ums Gesicht zuschnüren kann, die aber dann das ganze Gesicht so diesen Bereich hier immerhin noch freilässt, ist erheblich gemütlicher, als zu versuchen, die Nase aus diesem Loch da rauszustrecken oder halt eben mit dem Mund aus diesem Loch da raus zu atmen, was jedes Mal, wenn man sich umdreht, verrutscht, was im Laufe der Nacht hin und wieder mal schwierig wird, was gelegentlich mal zu bei Leuten, die sich viel bewegen, auch schon, habe ich schon gesehen und bin davon wach geworden, weil nebendran einer halber sich stranguliert hat und erstickt ist, weil er das Loch nicht mehr gefunden hat und dann in Panik geraten und so weiter und so fort. Also alles schon da gewesen. Kann man gut finden, muss man sicherlich nicht. So, das ist Militärfeature Nummer 1. Militärfeature Nummer 2 ist, dass das eine Art Biwak-Schlafsack sein soll. Das bedeutet, die Außenhülle ist erstaunlich wetterresistent. Das ist sie auch bei mir bis heute. Die wird im imprägnierten Zustand ausgeliefert. Das heißt, das ist ein Material, das gegen Wasser wirklich imprägniert worden ist. Nicht unbedingt mit einem Material, das wiederum besonders umweltfreundlich ist. Also Nachhaltigkeit oder besonderer Umweltschutz wird bei diesem Schlafsack jetzt nicht unbedingt, im großen Stil zumindest nicht, besonders hochgehalten. Ist schon nicht ganz schlimm, aber halt auch nicht richtig gut. Und das ist natürlich praktisch, wenn man damit irgendwie in irgendeiner Biwak-Situation gar nicht in einem richtig schön geschlossenen Zelt, sondern unter einer Plane übernachten muss, wo dann auch eben mal man möglicherweise mit dem Fußende des Schlafsacks mal in eine Pfütze rutscht oder in eine kleine Pfütze zumindest, die sich auf einer Plane gebildet hat und ähnliches. Und dann geht das Wasser A nicht sofort durch und B brauchst du eine ganze Menge Wasser, bis der dann wirklich durchreicht. Auch wenn es mal ein paar Tropfen drauf regnet, weil mal was durch die Decke durchkommt oder mal Kondenswasser vom Zeltwand runtergeschüttelt wird und auf dem Schlafsack landet, das ist alles nicht so dramatisch. Was das angeht, ist er schon relativ robust und das ist eben auch dieser als Biwak. Biwaksack ist es ja nicht. Ein Biwaksack wäre ja komplett wasserdicht, aber als Biwak-Schlafsack konzipiert zu sein, hat hier schon Vorteile. Ja? Das ist ganz nett. Dann, weiteres Feature, man kann ihn unten wo festbinden, falls man irgendwie noch was hat, wo man den befestigen will. Das hat nichts mit Militär zu tun, das ist halt einfach so. Die Fußbox besteht aus, das kann man hier von außen ganz gut sehen, diesem Bereich. Ja, das hier ist quasi die Fußbox. Die ist recht geräumig, auch nicht ganz riesig. Es gibt zivile Schlafsäcke, die haben da noch mehr Platz für die Füße. Das relativ viel Platz für die Füße ist, soll jetzt auch wieder daran liegen, dass man in dem Ding quasi die Stiefel anzieht und mit Stiefel sozusagen dann quasi in dem Schlafsack übernachtet. Also ist eine Möglichkeit. Soll Leute geben, die das schon so gemacht haben. Dann haben wir natürlich eben auch zum schnellen Aussteigen eine Möglichkeit, was bei vielen zivilen Schlafsäcken jetzt nicht in diesem Ausmaß in Anführungszeichen übertrieben worden ist, nämlich wenn wir jetzt hier drin liegen würden, ja, und jetzt kommt der Feind, dann können wir von innen den Sack aufreißen und jetzt haben wir hier einen sehr leicht gehenden Reißverschluss, der sich wirklich problemlos
bis unten einfach aufreißen lässt. Der verkantet auch so gut wie nie und dann kannst du quasi aus dem Sack springen, dein Gewehr mit drin liegen gehabt haben und bist einsatzbereit. Ich mag diese Funktion, weil der Schlafsack auch dann interessant ist, wenn du nachts im Walde von Tieren überrascht wirst und man dann auch ganz schnell aufstehen kann, um eben zu gucken, welche Tiere das sind. Das kann für Anfänger, die sich eben mit solchen Tierbegegnungen noch nicht so auskennen, auch durchaus von Vorteil sein, falls man als Anfänger zum Beispiel auch schnell Panik schiebt, es sind die Wildschweine, dann war es aber nur das Reh, dass man da dann eben auch halt sehr schnell raus ist und dann auf die jeweilige Tierbegegnung reagieren kann. Das kann ein Vorteil sein. Ich persönlich fand das eigentlich immer ganz lustig. Der Reißverschluss ist vorne, das heißt, man liegt hier so drin und hat den Reißverschluss quasi auf der Brust. Und damit kann man eben wirklich einfach diesen machen und dann ist man draußen. Das ist auch der Grund, weshalb der Reißverschluss vorne auf der Brust ist, damit das einfach schneller geht. Nachteil, wer sich viel bewegt im Schlafsack, der hat oben keinerlei Stoppmechanismus. Das heißt, der Reißverschluss kann sich auch unabsichtlich lösen und es ist nahezu unmöglich, den Schlafsack nur halb zuzumachen. Weil wenn man ihn nur halb zumacht und sich ein bisschen bewegt, dann reißt der Rest noch komplett auf. Oder einfach unten oben noch so viel Reißverschluss offen zu lassen, das klappt nicht, das geht nach und nach ganz auf. Also entweder macht man ihn ganz zu oder man macht ihn ganz auf. Alles dazwischen, meiner Erfahrung nach, ist ziemlich instabil und gerade wenn man sich, wie gesagt, ein bisschen bewegt, schwierig. Für ganz ruhige Schläfer mag das funktionieren. Ja. So, und ansonsten ist er vom Schnitt her insgesamt sehr breit. Das mag Leuten, die sehr breit sind, natürlich entgegenkommen. Auch das dient wieder dem Zweck, dass man da eben mit Klamotten und relativ viel Ausrüstung drin liegt. So, und Hauptdiskussionspunkt um eben diesen Schlafsack, ist der nun gut, ist der jetzt schlecht, liegt im Temperaturbereich, weil der wird vom Hersteller sage und schreibe mit einer Komfort-Limit-Temperatur von minus 15 Grad beworben. Das soll angeblich auch mal bei irgendwelchen Schlafsacktesten so getestet worden sein. Und ein Großteil der Kritik an dem Schlafsack liegt vor allen Dingen daran begründet, dass ganz viele Leute, die das Ding ausprobiert haben, hinten und vorne nicht an diese minus 15 Grad rankommen. Die Komforttemperatur soll bei minus 7 oder minus 8 Grad liegen und ganz viele Leute, die diesen Schlafsack ausprobiert haben, kommen auch an diese Komforttemperatur gar nicht mal ran. Ja? Also heißt, die frieren schon deutlich früher. Soll Leute geben, die frieren so ab 0 Grad. Soll auch schon Leute gegeben haben, die frieren so ab 3, 4 Grad in dem Ding bereits. Und ich habe mir das in der Vergangenheit so erklärt, dass es wohl daran liegen mag, dass ein Schlafsack immer dann besonders gut wärmt, wenn man den Schlafsack besonders gut ausfüllt. Heißt, du hast einen engen Schlafsack, bist aber eine zierliche Person, also einen insgesamt wirklich ziemlich kleinen, schmalen Schlafsack, dann wirst du als zierliche Person diesen gut ausfüllen und darin wahrscheinlich wunderbar warm schlafen. Bist du eine entsprechend große Person, große, breite Person, dann wirst du auch so einen Schlafsack gut ausfüllen und vermutlich auch darin gut schlafen. Jetzt bin ich nicht die allerschmalste und nicht allerkleinste Person und habe daher das Gefühl gehabt bisher, diesen Schlafsack gut auszufüllen und darin gut zu schlafen. So, und diesen Mythos mit dem minus 15 Grad Limit-Temperatur, als das Ding noch relativ neu war, auch schon ein paar Nächte drin gepennt, habe ich das mal ausprobiert, hatte keine minus 15, sondern minus 12. Und bei minus 12 habe ich da ganz gut drin überlebt. Ich würde nicht von kuschelig sprechen, aber die Limit-Temperatur soll ja auch so nach dem Motto, da kannst du gerade noch so eine halbwegs brauchbare Nacht drin verbringen, bedeuten. Ja, also inzwischen ist das so definiert als geht noch einigermaßen. Also du leidest noch nicht allzu sehr. Du wirst leiden, aber noch nicht allzu sehr. Das ist so die Limit-Temperatur, ne? Und das ging bei mir definitiv bei minus 12 los. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass ich dann bei minus 15 wahrscheinlich auch noch nicht gleich tot umgefallen wäre. Also mag das zumindest damals gestimmt haben. Jetzt hängt es natürlich immer maßgeblich davon ab, ob derjenige, der da drin liegt, gerade besonders gut trainiert ist. Ist das jetzt so ein Muskelpaket? Ist das ein besser isoliertes Dickerchen? Ist das grundsätzlich ein Mensch, der besser Kälte verträgt als andere Menschen? Und, und. Also ein
ganzen Haufen Faktoren, die da eine Rolle spielen. Daher muss ich also schon sagen, nach dem, was man zu dem Schlafsack bisher so gehört hat, auch wenn das bei mir mal gestimmt hat mit den Komforttemperaturangaben und so weiter und so fort und ich bei einer Nacht mit minus 8 auch wirklich mal eine Zeit lang überhaupt keine Probleme hatte in dem Ding und das wirklich super kuschelig gewesen ist. Aber es ist halt nicht die Realität vieler, die diesen Schlafsack ausprobiert haben. Daher sind diese Temperaturangaben schon mit außerordentlich großer Vorsicht zu genießen. Kann sein, dass das bei euch klappt. Die Chancen, dass es nicht klappt, stehen aber hoch. So, der Elefant im Raum ist jetzt folgender. Selbst wenn man sagt, ja, es liegt halt am Schläfer, ob der Schlafsack gut ist oder nicht, muss man feststellen, dass ein Kunstfaserschlafsack, der hier besteht aus Kunstfaser, ne, Hohlfaser genau genommen, das heißt, die einzelnen Fasern, die da drin sind, sind innen drin nochmal mit Luft gefüllt zur besseren Isolation. Irgendwann drückt sich die beim vielen Zusammendrücken, ne, komprimieren, wieder aus, drin pennen, komprimieren, auspacken, drin pennen, komprimieren, auspacken, drin pennen und so weiter, auch mal waschen und so weiter und so fort. Irgendwann drückt sich diese Faser, die da drin ist, halt zusammen und irgendwann geht die Elastizität besagter Faser verloren. Ja, und wenn die Elastizität verloren gegangen ist, dann kann sich die Faser einfach nicht mehr so sehr aufbauschen. Das bedeutet, der Schlafsack wird platter und platter und platter. Und je platter der ist, desto weniger gut isoliert der logischerweise. Und mein Exemplar beispielsweise, der hat jetzt noch ungefähr, wenn man beide Schichten zusammennimmt, eben genau diese Breite. Ich bilde mir schwer ein, dass der, als er neu war, mal noch deutlich dicker gewesen ist, einfach von der Bauschkraft her. Und jetzt könnte man vermuten, dass daher auch das Wärmerückhaltevermögen des Schlafsacks abgenommen hat im Laufe der Zeit. Und genau das ist auch der Fall. Und das ist nämlich der Elefant im Raum. Während ich in der Vergangenheit eigentlich diesen Schlafsack noch sehr gelobt habe und sehr gut fand und mit ihm auch mal eine Tour gemacht habe, muss man nüchtern betrachtet inzwischen, nachdem ich jetzt auch andere Schlafsäcke, wirklich, wirklich gute Schlafsäcke, mehr kenne und häufiger in Verwendung hatte, muss ich jetzt also schon Abstriche machen. Erstens, das Ding ist wirklich schwer. Ja? Also der ist auch schwerer, als er sein müsste. Es gibt vergleichbare Kunstfaserschlafsäcke mit einer realistisch betrachtet ähnlichen Temperaturleistung, die bis zu 400 Gramm weniger wiegen. Ja? Und 400 Gramm ist schon eine Hausnummer und da fragt man sich schon, warum man diese 400 Gramm extra mitschleifen soll, weil diese anderen zivilen Schlafsäcke sind bequemer und haben auch, also sind bequemer insbesondere was die Kapuze angeht, haben nicht diese komische kleine Gucklochlösung, sondern eine richtige Kapuze, die man schön ums Gesicht zuziehen kann, das ist viel komfortabler, die Kapuze bleibt auch da, wo sie hingehört, wenn du dich im Schlafsack drehst, dreht sich die Kapuze mit, um mal ein Beispiel zu nennen, die Lamina-Serie von Mountain Equipment oder Mountain Hardware. Eins von beiden ist das Problem, wenn man Mountain vorne dran schreibt. Dann gibt es zwei Firmen, die in Frage kommen. Die sind zum Beispiel wirklich hervorragende Schlafsäcke. Die sind ein klein wenig teurer, aber eben in jeder Hinsicht tatsächlich einfach überlegen, sofern du nicht vorhast, mit deinem Gewehr kuschelnd schlafen zu gehen. Und sie haben halt quietschigere, blau, grün, sowas in die Richtung lila als Farbe und nicht Oliv. Ja, vielleicht ist auch ein Grund, warum das Ding so beliebt ist, die Farbe. Die Farbe ist ja auch cool. Ja, es gibt wenig Gründe für mich persönlich, irgendwie einen knallbunten Schlafsack zu besitzen, außer, dass es halt ein sehr guter Schlafsack ist und der ist halt dann nun mal knallbunt. Aber grundsätzlich sind mir gedeckte Farben immer schon irgendwo lieb. Daher mag das vielleicht noch irgendwo daran liegen. Ja, aber Tatsache wirklich, nach meiner persönlichen Erfahrung gibt es echt Besseres für vergleichbares Geld. Bessere Leistung, kleineres Gewicht. Warum jetzt trotzdem der? Wegen dem Schnellausstieg. Wenn man begründen kann, warum man den Schnellausstieg unbedingt braucht, dann mag das eine Rolle spielen. Jetzt kann man hier drin noch einen weiteren Schlafsack einbauen. Das ist auch so ein ganz besonders tolles Feature, was sehr viel beworben worden ist in der YouTube-Welt, dass man in den Defense 4 mit dem Carinthia Tropen reinsteigen kann. Und da hat man zwei Schlafsäcke ineinander und dann soll sich die Comfort-Limit-Temperatur auf minus 20 Grad reduzieren.
Das kann ich auch wieder bei neuen Schlafsäcken bestätigen, dass das tatsächlich ungefähr hinkommt. Minus 20 hatte ich wieder nicht, minus 17, minus 18, sowas um den Dreh. Und da habe ich eigentlich schon noch ganz gut ordentlich warm drin geschlafen. Auch hier wieder Limit-Temperatur. Das bedeutet, das ist nicht super kuschelig, total gemütlich, sondern das geht noch so und du kannst noch eine einigermaßen gute Zeit drin verbringen. Aber super toll ist was anderes. Ja, und genau so ist das halt eben damals gewesen, als beide Schlafsäcke noch neu waren. So, und jetzt, als halt eben, jetzt, wo das Ding eben nicht mehr neu ist, sondern 7 Jahre alt, zweimal gewaschen und keine Ahnung, wie oft drin gepennt, aber auch nicht öfter, wohlgemerkt, als 50, 60 Mal. Öfter bestimmt nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn ich jetzt drin liege, zugegeben nicht im perfekt durchtrainierten Zustand, nicht, dass ich den jemals gehabt hätte, aber so ein bisschen im Couch-Potato-Mode, aber trotzdem sollte es dann in meinen anderen Schlafsäcken, merke ich nämlich keinen Unterschied, ob ich Couch-Potato-Mode habe oder gerade gut sportlich, beziehungsweise ich merke einen kleinen Unterschied, minimal, so 2-3 Grad vielleicht, höchstens, wenn überhaupt. An besserer Schlafperformance, wenn ich trainiert bin. Aber es gab mal eine Nacht, da hatten wir vielleicht 3-4 Grad und ich habe in dem Ding angefangen zu frieren. Ja? Und das ist mir früher, als der neu war, nie, auch nur ansatzweise vorstellbar gewesen. Und das bedeutet, dass zumindest mein Exemplar, vielleicht habt ihr einen, bei dem ist das anders, vielleicht habt ihr andere Erfahrungen gemacht und ich weiß, dass es andere Leute gibt, die mit diesen Carinthia-Schlafsäcken super klarkommen. Die müssen irgendwie unglaubliche heiße Schläfer sein, die ihre eingebaute Heizung dabei haben und so weiter und so fort, die auch mit alten Carinthia-Schlafsäcken, sei es jetzt der Tropen oder der Defense 1. Der Defense 1 ist quasi fast der Tropen, nur ohne Mückennetz. Der Tropen hat noch ein eingebautes Mückennetz, das man nicht wirklich braucht, egal. Jedenfalls gibt es Leute, die im Defense 1 sogar bis zum Winter pennen können, obwohl der schon älter ist. Das ist eine Leistung, vor der ich einen großen Respekt habe. Ich kann das nicht. Ja, also jedenfalls nicht in einem alten, und mein Defense 4 ist jetzt, wie gesagt, so auf 3-4 Grad mit mir drin runter, dass das noch gemütlich ist, und dann beginnt es also wirklich schon notwendig zu sein, die Kapuze bis auf das kleine Nase-Rausstreckloch zuzumachen. Und so gesehen, bei der Leistung, die der jetzt noch hat, für das, was er wiegt, nämlich 2 Kilo und ein bisschen, und das riesige Packmaß, was das Ding hat, ist der inzwischen wirklich bloß noch ein Liebhaberstück, beziehungsweise im Grunde scheiße. Ja, also das ist also wirklich eine Leistung unter aller Kanone. Ich habe Daunenschlafsäcke, die sind noch mal ein bisschen wärmer und wiegen deutlich weniger als die Hälfte. Klar, die kosten auch viel mehr Geld, aber die bleiben so. Ja, Daune geht nicht so schnell kaputt. Und wenn man einen Defense 4 kaufen muss und dann alle paar Jahre nochmal kaufen muss und dann nochmal kaufen muss, weil eben das Material nicht mehr gut isoliert und nicht mehr die Bauschkraft so ist, wie sie mal gewesen sein sollte, dann ist das halt schon ein bisschen für den Eimer. Ja? Und das führt mich jetzt letztendlich zum Fazit, dass ich tatsächlich meine eher positive Meinung zum Defense 4 jetzt nach einem Langzeittest wohlgemerkt revidieren muss. Aber der Fairness halber, als der neu war, war der für mich wirklich super, super warm. Und vermutlich ist das so ein bisschen das Ding, weshalb der häufig so stark über den Klee gelobt wird, weil er im neuen Zustand schon das bringen kann, was er verspricht, aber dann halt sich recht schnell abnutzt. Ich glaube jetzt auch nicht, dass das Ding jetzt noch mal schlechter wird, in Anführungszeichen. Also, dass der irgendwann dann nur noch bis 10 Grad geeignet ist oder solche Sachen, weil irgendwo ist das Material dann zusammengebauscht. Das bauscht sich nicht mehr auseinander, aber es ist ja trotzdem noch da. Es ist ja nicht so, dass das ins Unendliche zusammengedrückt wird und dann irgendwann verschwindet, sondern irgendwann hast du halt im Prinzip eine Decke, die halt kein großes Bauschvolumen hat, aber immer noch aus 2 Kilo Material besteht, was immer auch in einer gewissen Wärmeleistung einhergeht. Daher würde ich schon sagen, man kann den jetzt noch benutzen, ne, im Herbst, im Frühjahr, kein Problem, zu Wildtierbeobachtungszwecken, um eben diesen Schnellausstieg noch für irgendwas gebrauchen zu können. Und unkuschelig ist er ja auch immer noch nicht. Also das Ding ist schon nicht ungemütlich. Das Material ist schön weich, angenehm auf der Haut, insbesondere wenn man wenig Klamotten drin anhat. Und ja, aber ja, das war mir einfach mal ein Anliegen,
diese vor Jahren begonnene Defense 4-Diskussion jetzt nochmal zu einem endgültigen Fazit meinerseits nach einem Langzeittest zu bringen. Nee, also nach einer Weile Nutzung ist er wirklich nicht mehr gut. Jedenfalls nicht bei mir. Ja? Und nochmal, es gibt Leute, die haben das Gefühl, dass der auch in langer Nutzung immer noch toll ist und für manche Leute sogar viel zu warm. Das gibt's. Ja? Falls ihr da nicht dazugehört, würde ich sagen, Finger weg. Lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht. Also dann wirklich ein ziviles Modell mit besseren Gewichtswerten bei ähnlicher Wärmeleistung, neu ähnlicher Wärmeleistung. Das würde ich dann wirklich bevorzugen wollen. Gut. Das war's. Wollte ich nur mal loswerden. Macht's gut. Tschüss.